Ich hätte ne. Ja. Man sage nichts, ne? Wie schaut's hier? Ups, entschuldigt. Ich das Fenster ist heißt, so keine Absicht. Es wird langsam. Ah, die zweite ist schon fertig. Ja, laufen die Schmelzereien da hinten eher fruchten, nehme ich an. Ja, gut, dass wir das mit mehreren gemacht haben und nicht ein Alloy-Smelter für alle. Das hat nämlich jetzt, wie ihr seht, den Vorteil, dass zwei Crafting-Prozesse parallel laufen können und hier fehlt irgendwas. Das ist energetic wahrscheinlich. So. So. Ah, okidoki. Man gebe mir den Wrench, ne? Oh, gut zu wissen. Sehr gut, hat es bei allen funktioniert, das freut mich natürlich. So. Sehr gut, dann müssen wir das Immersive Engineering High Voltage Zeug lernen. Unserem Crafting Ding. Den nehmen wir auch mit, dann gibt zwei her, die sollten wir reichen. Ein Lichtlein aufstellen. I am who I say I am. Welches Stil haben wir? Gar kein Zeit, was da stecken bleiben hier. Railcraft. Ich hoffe, die können wir machen. Da. Ja, hoffentlich funktioniert das. Da.
können wir ihm das Rezept gleich geben dann. Natürlich zeigte man das nicht an, die Komponenten, aber was soll's. Sehr schön. Inputs. Schön. Bei die High-Voltage-Dinger brauchen wir sowieso, und zwar noch 6 davon. Ah, leider keine Capacitor-Bank zwischenzeitlich fertig geworden. Gut, Setup. Was sind das für Teile? Ups, Teile. Component Heat Vents. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Component Heat Vents. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, elf. Ich schreibe das irgendwo mit, wenn ich einen Zettel finde. 11 mal Component Event. Dann Overclocked Heat Vents braucht man. Overclocked, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 27, 28 mal Overclocked Heat Vents. Neun. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fehlen also 10. Na, das geht ja. Ach, ich dachte. Nehme ich dann erst drüben raus, damit es nicht wieder vorgeladen wird, das nervt. Sehr schön. Dann fangen wir mal an. 1, 2, 3. Also da haben wir schon einfachere Setups gehabt, ne? Okay, es geht voran.
28, ja. Habe ich dir schon einen Auftritt gegeben? Erinnern durch mich. Okay, wird noch ein wenig dauern. Und dann einen normalen nur? Kann das sein? Na. Component Heat Exchanger. Ja, da ist nur einer in Gebrauch. Component Heat Exchanger, von der haben wir wenigstens welche. Die braucht man nicht craften. So, das da. Das da, das da, das da, Halleluja. Und da brauchen wir einige Platings, wenn wir das automatisieren wollen, was wir ja wollen. Warte mal, was immer, Zeile 3, ja. Ihr seht, gegeizt wird nicht. Mit dem Zeug. Da kommt noch einer hin. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reaktor-Platings. Siebenmal Plating. Ah ja. Wir müssen ja nicht drüber latschen, so ist ja nicht. So. Ja. Schaut gut aus. Können wir einen Monitor craften? Nö. RF können wir da speichern, ne? Power Monitor. Da werden wir den auch lernen müssen, nehme ich an. Conduit Probe, ja. Alles kein Problem. Was, die können wir nicht craften, als dann Komparatoren? Na sowas. Okay, ich dachte, den können wir vielleicht mit Certus Quartz machen, das wäre natürlich noch besser. Wo ist das Bett da? Sehr schön. Dann sehen wir mal kurz hier nach unseren Dingen. 54%, sehr schön. Hm.
Also überall war jetzt kein so ein Teil reinkommt, kommen Quad-Zellen rein. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quad. Hoppsa. Dann sollen wir gleich die anderen auch requesten, das heißt 3 Reaktoren noch. Und 3 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? 18 Chambers. Sehr schön. Da freut man sich, wenn sich das einfach so craften lässt. Kisten. Da müssen wir uns einmal umziehen. Jep, 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 es wird. Ja, wird ein wenig länger dauern, ne? Vor allem dann brauchen wir auch die Komponenten dazu, ne? So. Fehlen noch ein paar Trümmer, damit ich das angehen kann. Die 2 Kisten, das ist schon mal gut. Eine Input, eine Output. Da habe ich eine Idee. Wenn ich den Filter an eine Kiste baue und da einfach alles rausziehen lasse, ist das dann gut oder schlecht? Das ist eine gute Frage. Beziehungsweise zieht er dann nur die Depolide raus, das wäre natürlich Hammer. Ah, sind immer noch nicht alle. Ja, also Filter brauchen wir auch. Gleich. Bei 9.999, glaube ich, ne, als Schluss. Hey, wieso läuft die noch? Oh, das könnte bei einem anderen unten auch passiert sein. Aus irgendeinem Grund gibt er das nämlich nicht richtig raus. Nö, hier geht's. Mhm.
Sehr schön. Das stimmt allerdings, da soll ein, ja, stimmt. So einfach ist es nicht. So. Jetzt müssen ja auch die High Voltage Dinger platziert werden. Da ist ja nichts drinnen. Mhm. Kann man, sind fertig, die Reaktoren fehlen nur noch. Sehr schön. Dann lassen wir noch drei weitere da. Schön, dass die Kammern fertig sind, aber ohne die Reaktoren selbst ist ein wenig doof, möchte ich sagen. Wo sind die Item tatsächlich? Ah, sie kommen langsam. Blacklist, genau. Da ist einer zum Beispiel. Ach. Yep. Sollte nicht aktivieren. Ach so, ja, stimmt. Das geht ja so nicht.